Markt und Technik. Corion. Made with Unity. Und damit herzlich willkommen zu Morhun Extreme. Einem tatsächlich neuen Morhun-Spiel aus dem Jahr 2022. Mit interessanter Musik und einem interessanten Hintergrund. Wir haben zwei Fackeln und eine Wand. Wir gucken auf die Credits. Ein Spiel von Corion Interactive. Game Design von Michael Blatz. Art Direction Adrian Rees. Modeling Patricia Birnfeld und Emily Leifheit. Die haben auch die Animationen gemacht. James Gay hat das Development gemacht. Und das Sounddesign ist ebenfalls von Michael Blatz. Mark und Technik Verlag GmbH hat hier auch mitgemacht. Special Thanks to zwei andere. Morning and Crazy Chicken von Arcatronic Software and Services GmbH, die mir bis heute nicht auf meine E-Mail geantwortet haben. Finde ich schade. Ja, ein neues Morgenspiel tatsächlich. Und es ist etwas, was ihr erwarten würdet. Es ist ein klassisches Morhun-Ballerspiel. Ich habe es schon mal angespielt und habe dabei zufällig das Dorf freigeschaltet. Es gibt noch ein drittes Level, das sich Burg nennt. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Das machen wir jetzt hoffentlich hier in der Aufnahme zusammen. Insgesamt gibt es wohl drei Level, wenn man nicht noch weitere freischalten kann. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme kostet das Spiel eigentlich 15 Euro, ist aber runtergesetzt auf 9 Euro. Das nochmal als Info. Wir beginnen mal mit dem ersten Level, dem Wald. Und zumindest beim ersten Starten kam mir so eine kleine Erklärung, wie man... Genau, okay, kommt jetzt auch. Also schießen mit linker Maustaste, nachladen mit entweder Taste R oder rechte Maustaste. Ist natürlich einfacher. Zielen mit der Maus. D und A ist zum Kamerabewegen. Und jetzt habe ich irgendwas verpasst. Okay, und es ist tatsächlich das klassische Morhun-Geballer. Aber halt in neuem Gewand. Ist alles so ein bisschen... Ist alles so ein bisschen an Fantasy-Welten angelehnt. Und wir schauen uns das einfach mal ganz frech an. Genauso wie die Hühner hier teilweise frech um die Ecken lugen. Schauen wir einfach mal ganz frech in das Spiel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt wieder extra Punkte gegeben, je nachdem wann man das Huhn hier abschießt. Meisterschütze habe ich bekommen. So, das erste Level geht übrigens bis hierhin. Nein! Ich erwische ihn einfach nicht, ey. Ich muss unbedingt das Huhn da an Wasserfall erwischen. Warum habe ich Minuspunkte bekommen? Ach, wegen Nachladen. Okay, man darf nicht nachladen, wenn man noch Kugeln im Magazin hat. Sonst gibt es Strafpunkte. So, und das Level endet übrigens rechts hier bereits. Also... Soweit überschaubar auf jeden Fall. Aha. Ja, natürlich ist Spam wie immer eine gute Idee. Boah. Spam ist eine gute Idee. Also man kann theoretisch einfach die ganze Zeit ballern. Das passt schon. Denn je mehr man ballert, desto häufiger kann man auch treffen. So. Wir haben 1195 Punkte. Offenbar gibt es diesmal einen Steam-Count und James Gay, der hier zu den Entwicklern gehört hat, ist auch selbst mit dabei. Wo sind wir denn auf welchem Platz? 1100, ich sehe mich gar nicht, wandelbar Let's Play, da müssten wir eigentlich drüber sein, ne? Wir müssten auch über Spider sein. Achso, absenden muss ich noch machen. Ah, okay. Ja, dann zeig mal. Dann sind wir doch jetzt relativ weit oben sogar, ne? Boah, einfach 13. ey. Komm, das probieren wir gleich nochmal. Top 10 ist drin, oder? Let's go. Okay, Escape Pause. Ja gut, das habe ich noch verpasst. Okay, schießen wir wieder als erstes die Kiste hier auf. Zack, da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn. Hier ist ein Huhn. Da ist ein Huhn. Scheiße, ich treffe nicht. Hilfe. Und wie gesagt, ich versuche hier einfach mal richtig hart zu spammen. Denn je mehr man spammt, desto mehr kann man natürlich auch treffen. Das ist, kein Geheimnis. Wisst ihr noch, als Morhun ein großes Ding war und Unternehmen meinten, das wäre umsatzgefährdend, weil die Leute so viel Morhun spielen im Büro? Good old days, ey.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob die so gut waren. Aber sie waren old auf jeden Fall. So viel steht fest. So, dann schießen wir hier auch mal. Uff. Okay, die Lampe ist schon kaputt offenbar. Ich seh dich auch. Geht weg. Geht alle weg. Nein. Okay, mir tut jetzt schon langsam das Handgelenk weh vom ganzen... Hallo, bin ich doof? Vom ganzen Spam-Klicken. Nein, ihr dürft hier nicht rumfliegen. Es ist verbotene Zone. Boah, ich glaube, wenn ich nachlande... Nein, ich hab's nicht erwischt. Es ist zweimal hintereinander runtergesprungen, oder? Es waren zwei Hühner. Das kann natürlich auch sein. Bam, bam, bam. Okay, ich mach nochmal hier die Kugel. Ja. Habe ich irgendwo Zeit gut geschrieben bekommen? Ich weiß es nicht. Okay, 1200. Das war tatsächlich nochmal mehr. 1200 Punkte. Schauen wir mal in den Highscore. Wo sind wir damit? Platz 13 immer noch. Alter, die ersten sind aber gut süchtig, ne? 1795 Punkte hat Sassi Schatz geholt. Wer auch immer das ist. Schöne Grüße an Sassi Schatz. Einmal probieren wir es noch. Komm, es sind eh nicht so viele Level, von daher können wir es uns auch ruhig in aller Ruhe anschauen. Let's go, Junge. Oh, Mann. Als ob ich halt einfach so ein einfach rumfliegendes Huhn nicht treffe, ne? Das ist ja wirklich belastend hier. So, da hat auch eins durchgeguckt. Das habe ich genau gesehen vorhin noch. Ist ja wohl klar, dass wir uns das holen. Da bist du. Nur 10 Punkte? What? Ich glaube, dass das so gut versteckt ist. Hätte ich gedacht, dass da mehr drin ist. Okay, da darf ich nicht drauf schießen. Shit. Nicht gut. Die Sounds sind gefühlt noch aus den ersten Mountain-Teilen, habe ich das Gefühl. Also es klingt genauso wie früher. Warum darf ich den abschießen? Jetzt auch nicht mehr. Hä, es ergibt alles keinen Sinn. Oh nein, schade. Ich weiß gar nicht, ob man es gut erwischen kann, wenn es fällt. Wenn es schon im Sturzflug ist quasi. Okay, ich muss öfter schießen, ich muss mehr ballern. Meisterschütze, ich weiß nicht. Verballert ziemlich viel Munition für nix. Ich seh dich. Hallo? Ah, okay, Zeit war vorbei. 1260, ey. Ich komme einfach nicht auf einen guten Nenner, ne? Warum werde ich eigentlich immer rausgeschmissen? Platz 12. Ja gut, dabei belassen wir es jetzt erstmal. Und gehen ins nächste Level, nämlich Dorf. Ich trinke mal einen Schluck. Bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und ich bin ehrlich gesagt mal gespannt. Das Spiel ist tatsächlich noch nicht lange draußen. Daten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da steht natürlich auch, wann das Ganze veröffentlicht wurde, wo ihr es kaufen könnt. Das gibt es auf Steam und so weiter. So, wir fangen mal wieder hiermit an. What? Was ist das denn bitte für ein Ding? Rail Shooter oder was? Was ist das denn? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, wir jagen hier keine krassen Verbrecher. Wir schießen nur Moorhühner ab, ne? Das muss man sich an der Stelle halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh Junge, ich sehe dich doch! Okay, das ist das Dorf-Level. Sieht eigentlich ganz echt schnuckelig aus, ne? Muss man ja einfach mal an der Stelle so sagen. Okay, hier links ist schon vorbei. Wetterhahn passiert nichts. Auch interessant. Wie weit nach rechts kommen wir in dem Level? Gar nicht mal so weit. Hier ist schon Ende. Also die Level sind ziemlich klein. Gefühlt sind die sogar kleiner als bei den früheren Mohun-Teilen. Kann das sein? Dass die bei den früheren Mohun-Spielen sogar größer... Mist. Ich habe das Huhn nicht erwischt, aber den Eimer. Oder die Tonne. Kann das sein, dass es bei den früheren Mohun-Teilen tatsächlich größere Level waren? Zumindest wäre ich das Gefühl nicht los. Alter, ich schaffe ja mal gar nichts. Ich treffe nichts.
Alter, ich bin verrückt jetzt. Das ist ja traurig. Hart traurig. Oh Mann, ey. Ach, ich weiß nur, dass mein Handgelenk wehtut. Auch schon wieder Sassi-Schatz. Junge, was ist mit Sassi-Schatz los? Und warum werde ich immer rausgeworfen? Ich will doch sehen, wo ich bin. Zwölfter wieder. Ah ne, das ist das falsche Level. Warte mal. Wie komme ich jetzt zum nächsten Level? Wie komme ich zum nächsten Level? Frage. Ich weiß es nicht. Wie kann ich den Highscore von einem anderen Level ansehen? Okay. Wir müssen es eh nochmal spielen. Let's go. Weil wir waren gerade tatsächlich zu schwach. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall mehr mitnehmen. Wenn wir schon dieses komische Gerät haben. Mann! Da warte ich schon extra, weißt du? Ach, ich treffe nicht. Ich treffe einfach gar nichts. Ich würde so gerne da hinten eins im Gang treffen, aber dafür muss man einfach besser zielen als ich. Aber ich finde das Spiel gar nicht mal schlecht gemacht, außer ich nicht treffen kann. Das liegt natürlich am Spiel, nicht an mir, ist ja klar. Ich finde das Spiel gar nicht mal schlecht gemacht. Auch, dass die Hühner rumrennen und dann auf einmal losfliegen. Das ist auf jeden Fall neu. Das gab es in alten Mohun-Teilen nicht. Und das ist natürlich eine gute Idee, weil warum sollten die es nicht tun? Ne? Ich meine, es sind Hühner, die auch viel rumlaufen, wenn der Tag lang ist. Von daher, warum sollen die nicht auch rumrennen und dann rumfliegen? Aber wir kommen, glaube ich, wieder nicht mal ansatzweise an die 1000 Punkte, oder? Nicht wirklich. 860. Das ist wirklich wenig. Dafür, dass ich mir hier halb das Handgelenk kaputt mache. Achso, was mache ich denn? Einzelspieler. Okay, wir gehen zum Dorf. Wir versuchen es nochmal. Let's go. Ich muss einfach schneller schießen. Wie immer ist das meistens der Erfolg in diesen Mohun-Spielen. Habe ich ja vorhin noch so lang und breit erklärt. Und dann mache ich es aber selber nicht. Einfach Spam, Spam, Spam und ab und zu auch mal treffen. Und dann sollte das hier doch möglich sein. Mann! Wie gesagt, treffen wäre halt absolut, ab und zu schon geil. Mann! Ich weiß noch früher, als ich klein war und Mohun-Spiele gespielt habe und meine Mutter Angst um mich hatte, dass ich kein Amokläufer werde, weil ich so viele Ballerspiele spiele. Ja, ja. Ich hatte eine lustige Kindheit, Leute. Ich sag's euch, ey. So. War das 1000? Stimmt nicht, ne? Oh, ich war aber nah dran. 945, damit bin ich... Boah, nicht mal Top 25, ey. Also in dem Level bin ich echt noch schlecht. Und ich möchte natürlich das dritte Level sehen. Aber dafür muss ich besser sein, ne? Ich warte jetzt nochmal mit der Kiste ganz kurz, weil ich das Gefühl habe, dass es später doch mehr Hühner sind, die man hier abknallen kann. Daher warte ich gerade mal mit der Kiste da unten und diesem komischen super derben Derbigkeits-Railgun-Gedöns. Heißt das überhaupt Railgun? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diesem stationären Ding. Warte ich mal, bis wir mehr Hühner haben, damit sich das auch lohnt. Mann, ich treffe nichts, ey. Das ist so traurig.
Komm, komm, komm. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wieder keinen da hinten getroffen, ey. Es tut weh, ey. Boah, ganz schwache Runde. Ganz schwache Runde. Und das Problem ist, wir können das letzte Level nicht sehen, wenn ich das nicht schaffe. Das tut weh. Also ich habe jetzt mal in der Runde, ihr habt es sicher gemerkt, versucht vor allen Dingen die da hinten zu treffen, die halt 25 geben. Ich treffe halt nicht. Ich meine, what the hell? Was für meisterschützig. Ich schieße hier 17 Mal daneben. Konnte mir der denn jetzt gerade durchwischen eigentlich? Komm, gib her. Renn halt. 9:30 Uhr, ey. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist schon verdammt schwer, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, ey. Meine Güte, und vor allen Dingen, dass es halt Pflicht ist, um das hier zu schaffen, finde ich krass. Das Hauptproblem ist und bleibt halt, ich treffe nicht. Ich treffe einfach nicht, das ist echt das Hauptproblem. So war es und so wird es immer sein. Ich treff nicht und das ist nicht fein. Das Morun ist sehr gemein. Keine Hühner muss man jagen, wenn man in die Burg rein will. Morun, oh Morun. Tiefe Hühner sind nicht schnell. Was? Tiefe Hühner? Was genau sind tiefe Hühner? Oh, immer werden mir da die guten Hühner weggenommen, ey. Ja, ich sehe dich da links. Ah, und immer diese 5 Minuspunkte, ey. Also ich glaube, wenn ich die da hinten alle abballer, dann habe ich eine Chance. Aber wirklich nur dann. Weil das sind halt die High-Rewarding-Hühner, ne? Sag ich mal.
Hör auf, zu früh zu laden, Junge. Was ist denn los? Komm schon. Mist. Ah! Junge, das sind aber die Dinger, die muss ich halt dann auch treffen, ne? Was? Junge, wie soll ich die 1000 Punkte schaffen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich meine, ich stelle mich hier nicht komplett schlecht an. Ich weiß es nicht genau. Komm, let's go. Oh. Mann. Wieder nur 780, ey. Okay, wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwo krass Punkte zu holen gibt, die ich noch nicht entdeckt habe. Weil irgendwas muss es doch hier geben, oder? Irgendwas muss es doch hier geben. Das ergibt keinen Sinn. Das ergab jetzt wirklich keinen Sinn. Okay, Lampen ausschießen, gibt 5 Punkte. Weiß ich jetzt nicht. Da oben eigentlich ein Huhn drauf hier so. Ja. Okay, die ganzen Töpfe können wir kaputt machen. Das ist schon mal gut zu wissen. Also wir können alle Töpfe kaputt machen, in denen kein Huhn drin ist. Habe ich das so richtig verstanden, ja? Scheint mir fast so zu sein. Okay, die Früchte machen wir nicht kaputt. Ich würde halt, dass diese ganzen Fenster und sowas, die keine weitere Bewandtnis haben. Aber okay. Ist das wohl so, wa? Dann müssen wir damit wohl auskommen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Bislang ist das sauschwer und ich weiß echt nicht, was Sassy Schatz hier gemacht hat, um auf diese Punkte zu kommen, aber wir versuchen es. Let's go!
Mann! Sehr schön im Vorbeispawn mitgenommen. Mann. Junge, 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 ey. Oh, wir haben es fast geschafft. 935. Ah, Yusuf, ey. Wieso bist du so gut und nicht so schlecht? Erzähl's mir. Verrat mir dein Geheimnis. Wir müssen noch die 1000 schaffen. Ich möchte auch das letzte Level sehen. Kriegt 10 Minuspunkte in der Hölle, ey. Was soll das denn, Junge? Sag mal. Oh. What? Lol. Okay, ich darf nicht so oft auf die Holzkiste schießen, habe ich gemerkt. Es gibt Minuspunkte ohne Ende. Minuspunkte wollen wir ja gar nicht. Ah, Junge. Was ein schlechter Versuch. Holy moly. Danke. Komm schon. Oh, diese 5 Minuspunkte tun jedes Mal weh, ey. Nicht mal ansatzweise, ey.
Nice. Ich versuche jetzt mal möglichst viele 25er zu kriegen. Wie viel waren's? 940, ey. Aber wir kommen der Sache näher. Boah, wir kommen der Sache näher, aber mein Handgelenk kommt der Sache auch näher. Und zwar dem Zerbersten, ey. Meine Güte. Aua. Aber die Musik ist cool, auch wenn sie nicht von Nils Fritz ist. Almighty Nils. Let's go. Wieder wählen. Mann. Ich glaube, ich habe den im Brunnen vergessen. Kann das sein? Ich hoffe es, weil dann war die Runde echt gut. Okay, next try. Oh, Hilfe. Hallo! Junge! Warum ist dieses Huhn invincible, Alter? Das war wieder knapp. Oh, Mann! Ich möchte doch in die Burg. Ich möchte in die Burg. Lass mich doch da mal rein.
schlechte Runde, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Es ist brutal schwer, Leute. Es ist brutal schwer. Können wir vielleicht einmal treffen im Leben? Wieder im Ansatz nichts, ey. Das ist ja Wahnsinn. Oh Mann, Junge. Oh Mann. Ich brauche einfach mehr Punkte. Schlicht und ergreifend. Ich brauche viel, viel mehr Punkte. Help me, ey. Help me. No joke. Aber das Wichtigste ist doch hier das, oder? Dieser Gang. Weil da gibt es so viele Punkte zu holen. Wieso treffe ich denn selbst mit dem Ding hier nicht, Mann? No look. Konzentriere mich gerade nur noch auf diesen Gang da hinten. Kann nicht wahr sein. Ich weiß wirklich nicht, wie man es schaffen soll. Ohne Witz. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo. Thank you.
Mann. Ey Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das letzte Level kommen soll. Ganz, ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da bessere Erfahrungen habt als ich. Ich werde es vielleicht irgendwann ein anderes nochmal versuchen. Keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.